Anstoßen gehört beim Fußball dazu. Aber ist das WM-Bier nicht schön kalt, ist das Spielvergnügen schnell dahin. Muss das sein? Das ist warm. Nein. Hier kommen die 5 coolsten WM-Biertipps. Diesmal mit Bierexperte Gerrit Blümelhuber aus Gräfelfing. Tipp Nummer 1. Die Buddelmethode. Man grabe eine mindestens halben Meter tiefe Grube, stelle das Bier rein und verschließe das Loch wieder. Dunkel und kühl gelagert, sorgt das für erfrischendes Bier. Theoretisch. Aber bis es soweit ist, dauert's. Oh. Jetzt darfst du. Genug Zeit für die anderen Tipps. Tipp Nummer 2. Die Stapelmethode. Zum kalten Bier aus dem Kühlschrank kommt ungekühltes dazu. Folgendermaßen stapeln. Das kühle Bier erstmal raus, das ungekühlte unten rein. Dann das kühle Bier obendrauf. Der Effekt? Kalte Luft fällt, warme Luft steigt. So geht man selbst mit dem letzten Bier bei Idealtemperatur zwischen 7 und 9 Grad schmeckt's am besten. Noch cool in die Verlängerung. Tipp Nummer 3. Die Salz-Eis-Methode. Die geht wie folgt. Wasser, Salz und Eiswürfel mischen. Dann das Bier dazu packen und ein paar Minuten warten. Das Salz lässt das Eis schneller schmelzen, dadurch kühlt das Wasser schneller ab. Und logisch, dadurch wird auch das Bier schneller kalt. Aber Achtung, zu lange im Eiswasser können die Flaschen platzen und das Spiel, Bier, ist im Eimer. Tipp Nummer 4. Die Versenkmethode. An einem Gewässer gern praktiziert, der Kasten steht im Kühlen nass. Doch so kühl ist das an der Oberfläche gar nicht. Also ab damit nach unten in tiefere Gefilde. Beim Versenken den Kasten noch gut markieren. Eine Boje hilft im weiteren Spielverlauf, das Bier besser zu orten. Tipp Nummer 5. Die Sockenmethode. Die Flasche in eine nasse Socke stecken an einem schattigen und luftigen Ort. Der Wind beschleunigt die Verdunstung und das sorgt für Kühlung. Toller Spielzug, cooles Ergebnis, nur für den Beigeschmack ist keiner verantwortlich. Nee, die Socke gehört nicht mir. Kurz noch zurück zu Tipp 1, die Buddelmethode. Oh, bist fertig. Ja. Reicht doch schon. Fazit hierzu. Das Bier wird jetzt kalt und mir ist total heiß.